Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Claudia. Guten Morgen, Annette. Ja, heute haben wir Buntes vor. Es geht um die Wechselkrankheiten, das Alternierende. Ja. Und ihr werdet gleich verstehen, warum ich das als bunt bezeichne. Neues Thema Sieht doch also. meine Bilder. Also Wechselkrankheiten, schauen wir mal, was das überhaupt ist. Eine eigene Betrachtung verdienen noch die Wechselkrankheiten, sowohl diejenigen, welche in bestimmten Zeiten zurückkehren, wie die große Zahl der Wechselfieber und die wechselfieberartig zurückkehrenden, fieberlos scheinenden Beschwerden, als auch die, worin gewisse Krankheitszustände in unbestimmten Zeiten mit Krankheitszuständen anderer Art abwechseln. Ah, da haben wir das Bunte. Genau, Also da mal haben wir so, das mal so. Bunte. Richtig. Also, das heißt, wir haben hier ja, zwei verschiedene Krankheitszustände sozusagen. Also es gibt halt entweder wirklich etwas, was ja halt nach einem Krankheitszustand nach gewisser Zeit ein anderer auftritt. Und hier ist eben dieses. Hier unten habe ich halt diese zwei verschiedenen Zustände, die halt immer wieder abwechseln, sozusagen. Ja? Das hier, da haben wir beispielsweise zwei verschiedene Fieberzustände, ja. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, Patienten, sowas wie Heuschnupfen zum Beispiel oder Migräne. Ja? Das ist immer in einer bestimmten Situation tritt das auf, also Migräne wäre jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, ja, tritt immer mal wieder auf, kann zum Beispiel sein, gerade bei Frauen so im Rahmen der Menstruation oder sowas, dass einfach vorher beispielsweise Migräneanfälle sind oder eben auch in anderen Situationen, ja, immer wieder der Migränezustand, das wäre dann zum Beispiel dieser rote Zustand, ja. Und der Nicht-Migräne-Zustand wäre dann der blaue Zustand. Ja? Und es, ja, also das wären so die Situationen. Oder es gibt eben zwei verschiedene, ganz andere Krankheitssituationen nochmal. Ja? Wenn wir halt nicht nur zum Beispiel Migräne haben, sondern der Migränepatient hat zum Beispiel auch noch Heuschnupfen. Ja? Dann liegen zwischen diesen zwei Situation eben auch, liegt dann auch noch mal eine gewisse Zeit dazwischen, ja, und die Sachen, die wir behandeln wollen, ja, das wären halt zum Beispiel zum einen eben der Migränezustand und zum anderen der Heuschnupfenzustand. Ja, sind beides so Sachen, die immer mal wieder auftreten, ja, das würde hier als Erklärung ganz gut passen. Also möglich ist natürlich bei den Wechselkrankheiten, auch verschiedene andere Dinge. Hahnemann bringt da zum Beispiel Fieber. Er nennt da immer Wechselfieber. Das war eben Malaria, ja. Zum Beispiel, das war so eine ganz große Sache seiner Zeit. Das haben wir gar nicht mehr so, ja. Aber wir haben eben andere Wechselkrankheiten, die dafür in gewisser Regelmäßigkeit hier auftreten, ja. Und ja, keine Ahnung, wie das mit dem Klimawandel läuft, ob wir dann vielleicht hier irgendwann mal wieder Malaria bekommen, weiß ich nicht. Also ich wohne hier in einem Gebiet, was auf jeden Fall früher mal Malaria-Gebiet war, ist aber schon lang her. Ja, genau. Okay, ja, das wären also auch Wechselkrankheiten. Wir werden ja auch im folgenden, in den nächsten Paragraphen auch noch mehr so seine Definitionen dafür finden, aber ganz Genau. sicherlich hier auch schon mal ein Hinweis darauf, dass es eben dafür auch in Repertorien tatsächlich an ja Rubriken gibt, wo etwas eben immer nur zur Winterszeit oder zur Sommerszeit oder eben immer Genau. nur zu bestimmten im Zusammenhang mit bestimmten Umständen auftritt. Also Genau. einfach das Augenmerk darauf zu richten, dass es eben eine Wechselkrankheit ist. Und er gibt uns hier Empfehlungen dafür in diesen nächsten Paragraphen, wie wir damit umgehen. Ja, Genau. das sind seine Erfahrungen, die er da gemacht hat. Und da schreibt er hier:
Diese letzten, die alternierenden Krankheiten, sind ebenfalls sehr vielfach, gehören aber sämtlich unter die Zahl der chronischen Krankheiten, sind meist ein Erzeugnis bloß entwickelter Psora und nur zuweilen, wie wohl selten, mit einem syphilitischen Miasmum kompliziert. Sie werden daher im ersten Fall mit antipsorischen Arzneien geheilt, im letzteren aber mit antisyphilitischen, abwechselnd, wie im Buche von den chronischen Krankheiten gelehrt wird. Ah, fällt mir gerade ein. Also die chronischen Krankheiten können wir auch noch besprechen, Claudia. So, Ja. ja. Dann sind wir noch so die nächsten 3 Jahre dabei. So ungefähr. Allerdings, da Okay. haben wir es dann nicht so einfach mit den Paragraphen, ja, mit der Das ist Einteilung, richtig, das ist sondern da müssen richtig. wir dann Seiten lesen. Da müssen wir dann Seiten lesen, ganz genau. Ja. Es können zwei und selbst dreierlei Zustände miteinander abwechseln. Es können zum Beispiel bei zwiefachen Wechselzuständen gewisse Schmerzen unabgesetzt in den Füßen und so weiter erscheinen, sobald eine Augenentzündung sich legt, welche dann wieder emporkommt, sobald der Gliederschmerz vor der Hand vergangen ist. Es können Zuckungen oder Krämpfe mit irgendeinem anderen Leiden des Körpers oder eines seiner Teile unmittelbar abwechseln. Es können aber auch bei dreifachen Wechselzuständen in einer anhaltenden Kränklichkeit schnelle Perioden von scheinbar erhöhter Gesundheit und einer gespannten Erhöhung der Geistes- und Körperkräfte, eine übertriebene Lustigkeit, eine allzu regsame Lebhaftigkeit des Körpers, Überfülle von Wohlbehagen, übermäßigen Appetit und so weiter eintreten, worauf dann ebenso unerwartet düstere und melancholische Laune, unerträgliche hypochondrische Gemütsverstimmung mit Störung mehrerer Lebensverrichtungen in Verdauung, Schlaf und so weiter erscheint, die dann wiederum ebenso plötzlich dem gemäßigten Überbefinden der gewöhnlichen Zeiten Platz macht und so mehrere andere mannigfache Wechselzustände. Na, hört sich so wie manisch-depressiv an, Ja, ne? hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ne? Oft ist keine Spur des vorigen Zustandes mehr zu bemerken, wenn der neue eintritt. In anderen Fällen sind dann nur noch wenige Spuren des vorhergegangenen Wechselzustandes vorhanden. Es bleibt wenig von den Symptomen des ersten Zustandes bei der Entstehung und Fortdauer des zweiten übrig. Zuweilen sind die krankhaften Wechselzustände ihrer Natur nacheinander völlig entgegengesetzt, wie zum Beispiel Melancholie mit lustigem Wahnsinn oder Raserei in Perioden abwechselnd. Ja, da hat er allerlei so beobachtet. Dieser eine Zustand, ja, haben wir gerade eben beide gesagt, so manisch-depressiver Zustand. Aber es ist eben hierbei dieses Wechselnde, was es da zu beachten gibt. Genau. Das schlägt sich dann unter anderem auch in Rubriken im Repertorium nieder. Ne? Wir haben halt dieses abwechselnd mit, ja, das findet man immer mal wieder, ja. Und das kann so einen Hinweis auf sowas geben, ja, dass das ja, dass bestimmte Zustände eben mit irgendwas anderem abwechseln. Ja? Und wenn sowas dann tatsächlich bei bestimmten Arzneien auffällig ist, ja, dann sollten wir da durchaus auch ein Augenmerk drauf richten. Ja, hier habe ich meine bunte Reihe sozusagen mit dem Schlagwort antipsorisch versehen, was eben Hahnemann gesagt hat, ja, dass das auf jeden Fall chronische Erkrankungen sind, die durch die von ihm sogenannten antipsorischen Arzneien eben zu behandeln sind. Und da braucht man es dann gar nicht mit von ihm als nicht so tief wirkenden Arzneien eingeteilt zu versuchen. Ja? Also soweit ich weiß, ist sowas wie zum Beispiel Pulsatilla, würde er als nicht so tief wirkend ansehen, also von Hahnemann, ja. Während tatsächlich Lycopodium ein Mittel ist, was wohl in die antipsorischen Arzneien eben eingeteilt ist, ja, wo er meint, das wirkt tiefer und geht auch an die Wurzel ran. Ja. Genau. Mir fällt gerade noch ein, also dieses Wechselnde, das wird auch manchmal als Metastase bezeichnet. Es gibt Arzneien, wo dann drin steht Metastasen, was dann gar nicht bedeutet, dass es jetzt auf Krebs bezogen ist, ne? Also die im Grunde genommen Tumoren, bösartigen Tumoren als Metastasen eines sozusagen Muttertumors, sondern das Metastasierende ist eben dieses Wechselnde. Und da fällt mir dazu ein, dass da ein
eine Arznei zum Beispiel Abrotanum ist, die Eberraute. Also, dass sich vor Ist allen Dingen aber ganz wichtig. verschiebt, ne? Also dieses Ja. Verschieben von Ja. einem Bereich auf den anderen. Und das ist eigentlich etwas, also Hahnemann hat den Begriff, denke ich mal, definitiv früher geprägt als der moderne Begriff der Metastase. Ich bin mir da Ja. nicht hundertprozentig sicher, aber ich denke schon, dass das so ist, ja. Ich weiß nicht ganz, aus welcher Zeit der moderne Begriff der Metastase in der Krebsmedizin stammt, aber ich bin schon relativ sicher, dass der moderner ist als Hahnemann, also Ja, wenn man das also 1850. sieht, dann muss man das einfach, ne, so wie auch tatsächlich ja immer, wenn Sie von Fiebern sprechen, das ja nicht unbedingt wirklich die Temperaturerhöhung ist, sondern eben halt eine akute, heftige Krankheit. Ne, Magenfieber. Der Mensch hat jetzt nicht irgendwie Fieber dabei, sondern der hat halt eine heftige Gastritis. Das ist so ein Magenfieber. Und einige Begriffe sind einfach, die könnte man missverstehen. Und da gehört dann eben auch, ja, ein bisschen, man muss sich schon mit der Homöopathie beschäftigen und das auch lernen. Also sonst kann man da sehr viel falsch verstehen. Und diese Metastasen, die also dann zum Beispiel die Eberaute Abrotanum aufweist, aber gibt es auch ganz viele andere Arzneien. Abrotanum ist eigentlich auch eine ganz kleine Arznei, aber das wäre zum Beispiel eben auch so etwas Wechselndes. Genau. Okay, ja, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Insofern machen wir jetzt, ich schaue gerade mal ganz kurz, also tatsächlich geht das Thema der Wechselkrankheiten noch bis zum Paragraphen 244. Und danach kommen wir eben zu so einer interessanten Geschichte wie der Beurteilung der Arzneiwirkung, Heilungshindernisse und so weiter. Also wir haben noch ein bisschen was Noch vor einiges in vor. diesem Jahr. Folgt uns weiter bei YouTube. Dir, liebe Claudia, einen schönen Tag noch und auch euch natürlich. Tschüss. Tschüss.